Was hast du gemacht? Ich habe mir meinen Fuß gebrochen. Wobei? Beim Bouldern. Was ist passiert? Ich stand auf meinem rechten Bein, gar nicht so hoch, auf ungefähr, was war ich, 1,5 Metern oder so, viel war es ja nicht. An einem Klettergerüst. Und ich stand da ganz gut mit dem rechten Fuß. Der linke hing locker runter, rechts hatte ich einen Griff, mich nur so ein bisschen mit den Fingern hochgedrückt und ich wollte gerade links zum Top greifen. Das war eben, ja, ist man größer, hätte man einfach hingreifen können. Ich musste aber so ein bisschen mich hochdrücken, um überhaupt mit den Fingerspitzen leicht drüber zu kommen. Und dabei habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit zu sehr die Ferse angehoben, habe eben Reibung verloren, bin weggerutscht und dann einfach wirklich, es war eine gerade Wand, gerade runter. Und ganz unten an der Wand war dann eben noch ein Volumen, ein anderes Kletterelement. Volumen nennt man das, das ist so ein größerer Kasten. Ist jetzt kein Griff, so wie man sich's vorstellt, sondern so kastenförmig, sage ich jetzt mal. Und da habe ich dann eben meinen Sturz mit meinem linken Fuß ungewollt abgebremst und bin zurückgefallen auf die Matte. Ja, und das war's dann auch schon. So ist das Ganze passiert. Was hast du für eine Diagnose? Innenknöchel ist gebrochen. Also der Innenknöchel ist praktisch innen drin gebrochen. Und die Außenseite vom Innenknöchel ist angerissen und mit großer Wahrscheinlichkeit sind halt ein paar Bänder mit eingerissen, angerissen. Wie lange muss den Gips haben? 8 Wochen ist jetzt erst die Erstdiagnose. Liegegips, absolute Ruhestellung, null belasten. Was haben wir heute vor? Heute haben wir vor, mein rechtes Bein zu trainieren. Und zwar genau auf die Art und Weise, wie mein linkes Bein danach dann rehabilitiert werden soll. Und ja, den Hintergrund dazu erkläre ich gerade mal ganz kurz. Ja, wir werden uns da den Cross-Trainingseffekt zunutze machen. Das ist nämlich auch, ich packe euch mal eine Studie bzw. eine Meta-Analyse in die Beschreibung. Das ist ein Effekt, der ist in der Rehabilitation schon ziemlich lange bekannt. Dass wenn man ein Glied, also das andere Bein beispielsweise, trainiert, auch in der Rehabilitation das andere Bein mittrainiert. Ja, das hat wahrscheinlich neuronale Effekte. Es hat aber einfach auch messbare Effekte tatsächlich für die Seite, die jetzt immobilisiert ist. In dem Fall bei dir ja ein Gipsbein, aber das hilft zum Beispiel auch bei Leuten, die einen Schlaganfall haben oder schlimmere medizinische Zustände haben. Und was für uns ja auch einfach wichtig ist, ne, wir wollen die Übung jetzt koordinativ auch lernen, damit du die hinterher in ein paar Wochen auch schnell in deine Reha einbauen kannst, weil wenn der Gips entfernt ist, zählt sozusagen jeder Tag. Man will den Fuß so schnell es geht wieder richtig mobilisieren, progressiv ans Krafttraining heranführen und was wir natürlich auch noch haben, ne, wir haben natürlich ein Bein, was jetzt im Alltag härter belastet ist, aber relativ einseitig und da ist natürlich auch gut zu trainieren. Ja, weil was den meisten Leuten auch passiert, ist, dass sie, wenn sie jetzt so einen Unfall haben, erstmal gar nicht trainieren über Wochen und dann, wenn sie wieder trainieren sollen, nach der Rehabilitation überhaupt nicht in irgendeiner Routine sind und auch nicht trainieren und dann eigentlich einen schlecht rehabilitierten Fuß haben, der sich dann auch Monate oder Jahre lang eben mit Schmerzen bemerkbar macht, der irgendwann auch eine Arthrose entwickelt und, alles fällt immer vom Himmel. Ja, es war dann der eine Unfall. Fakt ist einfach, man muss sich gerade nach so einem Unfall besonders mit Training auseinandersetzen, lieber früher als später. Ja, und das machen wir heute mal. Erste Übung. Mhm. Leg dich mal auf den Boden, die kennst du eh schon. Was machen wir? Calf Raises im Liegen. Wichtig ist natürlich, der Fuß ist natürlich komplett gegipst. Der darf wirklich gar nicht belastet werden. Ja? Es geht jetzt nicht darum, hier den gegipsten Fuß irgendwie zu trainieren. Genau, ne? Und das ist jetzt hier unsere Ausgangsposition. Schön mal am Rücken liegen, Knie 90 Grad. Und das andere Bein, das bleibt jetzt mal locker liegen. Was wir eigentlich brauchen im Fuß, ja, ist so eine, wir mobilisieren heute mal drei Sprunggelenksposition, die frühe Gangphase, das ist die hier, ja, die mittlere Gangphase und die späte Gangphase. Was dahinter steckt, das werde ich jetzt im weiteren Verlauf gleich nochmal erklären. Was du jetzt mal versuchst, ist, du kippst jetzt mal dein Becken nach hinten, genau, und versuchst jetzt mal in dieser Position die Hacke anzuheben. Ja, genau. Ne? So. Und unser Ziel ist hier wirklich schön, ja, die Wade ans Arbeiten zu bringen. Sprunggelenk komplett an. Das ist jetzt die erste Variation. Ja? Wir haben den Po noch am Boden liegen. Merkst du schon die Wade? Ja. Genau, ja.
Und das kann man jetzt 30 bis 40 Sekunden halten. Wie anstrengend ist das für dich so auf einer Skala von 1? Im Moment extrem anstrengend, weil mein Fuß auch schon richtig, ja. Also der ist im Moment auch krass überlastet, weil ich so viel stabilisieren muss, wenn ich auf einem Bein stehe. So, jetzt habe ich ja gerade noch vorhin Wäsche aufgehangen, musste die ganze Zeit auf einem Bein stehen. Und das ist halt auch noch auf den Gummischlappen. Dann muss ich die ganze Zeit ausgleichen und das ist richtig anstrengend. Deshalb ballert das gerade richtig krass. Ja, dann reicht das schon. Dann haben wir schon eine erste super Übung. Machen wir vielleicht mal ganz kurz für Leute, die jetzt sagen, ja, ich brauche es dann ein bisschen härter in Anführungsstrichen. Du kannst mal vorsichtig das Gipsbein, das müssen wir jetzt mal ausprobieren, einfach mal das Knie zur Brust ziehen. So, wer nicht so eine gute Hüftbeweglichkeit hat, der kann halt, mach mal kurz mit der Hand auch das Knie zur Brust. Ne? Ja, genau. Ja, brauchst du nicht, kannst dann auch wieder lassen. So, und was jetzt passiert, ja, wir können jetzt die, probier mal, ob es jetzt schon härter ist. Ja. So, ist es schon schwieriger, musst du mal ganz ehrlich sagen. Kann, genau. Ist sofort an. So, ne, das wäre dann, und wenn du jetzt ganz hart haben willst, genau, jetzt hast du den Po auch schon abgehoben. Ja, also erste Variation ist wirklich nur die Hacke anheben. Ja, und die zweite Variation ist Po hochrollen. Ja, das ist nur dieses Minimale. Genau, mach das mal, damit man das so ein bisschen sieht. Ja, und dann merkst du den Unterschied. Ne? Das ist schon krass. Ja. Ne? Und wer es noch härter will, der nimmt halt den ganzen unteren Rücken etwas vom Boden weg. Ja, da müsste ich, glaube ich, näher mit den Ferse zum Po. Ja, mach mal. Genau. Ah ja, ist auch eine weitere, genau, gut, dass du es sagst. Das ist eigentlich die weitere Skalierungsmöglichkeit. Also wenn du die Ferse jetzt näher zum Po bringst, ist einfach, ne? Klar. So, und wenn du weiter weggehst, wird schwieriger. Ist schwieriger, ne? Genau. So, da kann man halt auch spielen. Ich würde jetzt mal anfangen, Ferse nah. Dann ist aber zu einfach wahrscheinlich ein bisschen, ne? Oder ja, wenn du sagst, ich soll auch noch den Rücken etwas mit anheben. Nee, ich meine jetzt erstmal nur die Ferse anheben. Ach so, ja klar. Dann ist einfach. Jetzt machen wir mit Po aufrollen, dass es dieses Becken nach hinten kippen. Dass man nur den Po anhebt. Wo sind wir jetzt? Ballert. Ballert schon. Okay, dann wäre das wahrscheinlich deine Variation. Kriegst du das für 30 Sekunden hin? Nee. Okay, dann lassen wir das komplett sein. Dann würde ich erstmal nur damit arbeiten, mit der Entfernung der Ferse zum Po. Weißt du, was ich meine? Mhm. Versuch dich mal da zu finden. So, und jetzt, ich bin jetzt 45, auf der Uhr sehe ich das hier gerade. Jetzt versuchen wir es mal für 30 Sekunden hier in Echtzeit zu halten. Ich zeige auch mal kurz so ein bisschen die Perspektive. Ist also wirklich ganz einfach. Ne? Knie wird schön zur Mitte hochgezogen, Arme zur Seite. Da müssen wir auch gar nicht viel machen. Na, jetzt gucken wir mal. Ja, die Wade fängt hier schon gut an zu arbeiten. Ne? Ich habe eigentlich gerade... Merkst du es tief hier unten an der... Wo merkst du was? Bei mir ist im Moment gerade hier starke Überlastung. Hier. Pause. 30 Sekunden. Meinst du unterm Fuß? Im Fuß? Nee, oben. Tatsächlich, also hier so, habe ich gerade eine krasse. Hast du in der Wade was gemerkt? Ein bisschen. Also oben in der Wade, nicht eher. Ja, genau. Tief ist so ein bisschen so Leos. Ja, passt schon. Und hier. Ja, gut. Hast du irgendwie Fußheber ein bisschen, ist normal. Ne? Da haben wir hier die Zehenheber. Die sind natürlich für die ganze Stabilisierung zuständig. Wenn man jetzt den ganzen Tag viel mit den Krücken auf einem Bein steht, dann fangen die halt an zu arbeiten. Können die jetzt mal ein bisschen sauer sein, aber ja, ist ja ein gutes Feedback. Ja, die wurden noch gerade bei 5 Minuten Wäsche aufhängen sauer. Ja. Zumindest, weil ich merke den Unterschied, ob ich die Gummischlappen anhabe oder ob ich barfuß stehe. Ja. In den Gummischlappen muss mein Bein noch mehr arbeiten. Ne? Ja, das ist eigentlich auch schon die erste Variation. Die frühe Gangphase mobilisiert, also das Schienbein ist hinter dem Fuß. Jetzt gehen wir gleich mal mit dem Schienbein vor den Fuß. Da gibt es eigentlich eine coole Variante. Ja, also die Variante für, ich will gar nicht das Wort gesund in den Mund nehmen, also für Leute, die nicht verletzt sind, sähe so aus. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht, die Tage, wie man es mit nur einem Fuß ausführen kann. Also es ist jetzt der sogenannte Soleus-Slouch. Ich zeige es mal eben hier. Vorfuß, erstes Drittel auf dem Handtuch. Ja, und jetzt hebe ich hier meine Ferse ganz knapp ab vom Boden, ja, so eine EC-Kartenbreite. Und ich schiebe jetzt hier mein Knie nach vorne. Ne? So. Was ich jetzt habe ich das Schienbein schön vor dem Fuß, mittlere Gangphase. Ja. Ich habe jetzt hier gehe noch nicht in die Calf rein, sondern nur wirklich hier nach vorne. So. Und jetzt rolle ich mich hier ab.
kann Gewicht nehmen, kann ich aber auch erstmal ohne machen, ist jetzt gleich auch sinnvoller. Und hier wollen die meisten Menschen dann wieder das Knie durchdrücken. Ja? Hier muss ich aber mit dem Knie vorne bleiben und ich richte mich auf. Das Knie bleibt gebeugt, siehst du, die Ferse bleibt relativ auch gleich und ich mache jetzt hier eine frühe Hüftstreckung. Ja, das hat auch noch ganz viele Vorteile für die Hüfte, weil die meisten Menschen drücken chronisch ihre Knie durch beim Laufen, strecken aber nicht richtig die Hüfte. Hier machen wir es genau umgekehrt. Wir strecken zuerst die Hüfte und dann das Knie. Und du hast ja jetzt nur ein Bein, ne? Also du hast ja gerade gesehen, ich stehe jetzt hier und mit dem anderen Bein kann ich mich stabilisieren. Das fällt bei dir ja komplett weg. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Und du stabilisierst die ganze Körper. Also am besten, musst du mal gleich gucken, am besten irgendwie so ein Kunststoff-T-Shirt anziehen, damit er an der Wand rutscht. Weil du musst ja komplett an der Wand entlang rutschen. Hüfte und Schulter gehen an die Wand. Ja? Knie nach vorne. Und jetzt siehst du hier, dass den gebrochenen Fuß kann ich theoretisch komplett an der Wand lassen, in der Luft lassen. Völlig ohne Belastung. Mhm. Ja? Und kann jetzt hier auch genau so arbeiten. Ja? Also relativ cool. Also ein kleiner Trick, was man immer so machen kann, wenn man sich so adjusten muss. Genau, ne? Auf die Ferse. Zeige ich den Leuten das mal, zieh mal den Vorfuß hoch. Ja, und jetzt kannst du den Fuß zur Seite schieben, wenn du jetzt weiter weg von der Wand wollen würdest. Zieh den vorderen Fuß mal hoch. Was meinst du? Und jetzt schiebst du so zur Seite, genau. Zu mir einmal, nur um das. Und jetzt Vorfuß, genau. Ja. Ach so. Genau, so. Das ist ein guter Tipp, weil da muss man relativ präzise sein, genau. Und du musst jetzt so weit ran, dass auch wirklich die Hüfte. Die muss auch abschließen. Ja? Genau. Ja, nicht zu nah, aber auch nicht zu weit. Wirklich mit der Wand kuscheln. Lehne dich mal richtig schön an die Wand an. Hast du, ne? Mhm. So, und jetzt hebst du die Ferse eine Kreditkartenweite an. So, perfekt. Und jetzt geht das Knie nach vorne. Richtig, genau. Ferse wieder runterdroppen. Die ist zu, ja genau, perfekt. So. Oberkörper ist erstmal noch so weit es geht gerade, leicht nach vorne gebeugt ist okay, passt. Ja, siehst du schon, wie die Wade komplett, da haben wir schon die ersten Shakes. Mhm. So, warte, da bleiben wir und jetzt versuchst du mal mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren. Ach so, ja, stimmt, das hatte ich vergessen. So, stopp, nochmal nach vorne das Knie, wenn es geht, Ferse tiefer. Okay, und wieder aufrollen. Genau, nach oben strecken, meine ich genau. Zack, stopp. Knie bleibt vorne. Achso. Knie bleibt noch weiter vorne. Zack, Ferse runter. Genau, und erstmal Pause. Eine Wiederholung. Dann haben wir schon die zweite effektive Übung. Ein bisschen nach Gefühl arbeiten. Da müsst ihr ein bisschen, ja, nach Gefühl arbeiten, aber vor allen Dingen, manchmal sagt man so, ja, drei, wie viel Wiederholungen? 3, 4, 5 Wiederholungen. Kann man aber nicht nachgehen, wenn das so eine Übung ist, wo man so viel korrigiert. Susi, wie lange war es jetzt in der Übung? 45 Sekunden locker drin? Ja. Bis zu einer Minute. Das ist fast schon zu lang, obwohl es jetzt nur eine Wiederholung war. Ja, ist eigentlich dem Muskel und dem Gewebe auch, ja, nicht komplett egal, aber es ist erstmal am Anfang nicht so relevant, ob du jetzt 5 Wiederholungen in einer Minute machst oder eine. Der Trainingseffekt von der Intensität her oder relativ zur Intensität ist der gleiche. Achte immer darauf, dass du zwischen 30 und 45 Sekunden am Anfang arbeitest. Wenn es sehr intensiv ist, sind auch 20 Sekunden okay. Wenn du zu intensiv wirst und irgendwie nur 10, 15 Sekunden hinbekommst, dann musst du wahrscheinlich die Intensität etwas nach unten schrauben. Ja. Und wie wirkt sich das jetzt eigentlich auf mein gegipstes Bein aus? Weil du meintest, dieser Cross-Trainingseffekt? Wir mobilisieren jetzt, also Innenknöchel schlussendlich ist ja irgendwie, es wird ja, also ist jetzt auch gar nicht so wichtig fürs Training, was da kaputt ist. Ne? Was passiert nach 8 Wochen? Du hast einen kompletten atrophierten Wadenbereich. Ne? Mhm. Unterschenkel ist einfach dünn, schwach. Wahrscheinlich auch der Oberschenkel. Was wir aber machen können, wir können das gesunde Bein, so gut es geht, trainieren. Ja? Und damit hast du ein Cross-Trainings- und ein Cross-Education-Effekt, nennt sich das. Das heißt, du baust auch Kraft und Muskulatur oder erhältst mehr Kraft und Muskulatur im gebrochenen Bein, als es ohne Training der Fall wäre. Plus koordinativ
fallen dir die Übungen, du wirst die schneller lernen, wenn der Gips wegkommt, als wenn du das Training vorher nicht gemacht hättest. Verstehst du? Mhm. Plus, wir haben ja auch noch das Bein hier, das jetzt erhöhte Beanspruchung im Alltag hat, was auch sehr einseitigen Belastungen ausgesetzt wird. Das freut sich auch darüber, dass Gelenk mal in ein bisschen andere Position kommt, als beim Wäscheaufhängen. Weißt du? Ja. Deswegen haben wir also drei gute Gründe hier zu trainieren und nicht eben nur Pause zu machen. Ja, eigentlich so ein Classy-Übung, die man jetzt noch zum Schluss machen kann, ist eigentlich klassisches Wadenheben. Da können wir mal gucken. Ich würde tatsächlich so eine kleine Kombination bevorzugen aus einer schiefen Ebene. Das ist einfach noch angenehmer. Also du brauchst ja irgendwie eine Stufe. Und die Stufe, ja, die kann natürlich jetzt der Yoga-Block sein, kann aber auch eine Treppenstufe sein. So, wichtig ist jetzt natürlich, ja, wenn du jetzt auch jemand bist, der auf Krücken geht, Nummer 1 Priorität hat, dass du bei den Übungen selbstverständlich nicht das Gleichgewicht verlierst. Deswegen, wir haben da eigentlich auch eine gute Treppe, wo man es machen kann. Man kann aber natürlich auch irgendwie so einen Yoga-Block nehmen. Passt nur auf, das ist mir hier vom Setup eigentlich schon fast zu instabil. Ja, ich muss nur zwei nehmen, dann funktioniert das. Naja, genau, vor die Wand oder am besten an den Geländer. Wir nehmen mal lieber hier das, weil das ist mir noch sicherer. Es machen einfach auch Leute vielleicht, die ein bisschen älter sind oder so. Ja, also sucht euch bitte irgendwo eine Location, wo ihr einen festen Grip habt. Ja, wenn ihr auch mal irgendwie zur Seite fliegt, dass ihr euch mal so festhalten könnt und so. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Versuch mal, ne, ob das überhaupt geht. Kommst du da drauf? Natürlich. Ja, du gehst jetzt immer ein bisschen zu sehr von dir aus, weißt du? Du bist jetzt fit und sportlich. Ja, das passt. So, besser. Jetzt behältst du auch mal eine Krücke. Genau. Ja, jetzt haben wir nämlich hier eine gute, stabile, also fühlst du dich stabil, fühlst du dich sicher? Ja, absolut. Ich mache jetzt hier mal den Test, ne, hier rüber, bist du schön stabilisiert, ja. So, damit können wir arbeiten, ne? Also wie gesagt, sucht euch da bitte was. Ich finde das jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Yoga-Blöcken so ein bisschen grenzwertig. Wäre das jetzt einfach eine Treppenstufe, die nicht irgendwie verrutschen kann, wäre es noch besser. Für uns funktioniert das. Ja, wenn ihr euch da unsicher seid, natürlich stabile Unterlage. Die schiefe Ebene, die ist einfach so, dann ist diese ab, weil die meisten Leute, die haben hier immer so einen Druckpunkt, der ist mit der schiefen Ebene etwas abgeflacht. Also ihr braucht die nicht unbedingt. Klassisches Wadenheben, Knie ist durchgestreckt, ja. Und jetzt die Ferse so gut es geht anheben, genau. Und wieder droppen, zack. Und den Großzehballen belasten, oder? Und den Großzehballen belasten, ja. Mach's mal falsch, ich zeig's mal gerade von hinten. Ja, genau, ne, jetzt verdreht Susi hier ihr Sprunggelenk, ne, die läuft nicht gerade. Dreh mal, bleib mal in der Position, dreh mal gerade aufs, ja, genau, mach nochmal. Falsch. Und Großzehballen, jetzt geht's hier schön gerade Linie runter, perfekt. Genau, auch unten. Zack, wieder hoch. Knie durchdrücken. Na, Knie durchdrücken. Ach so, ja. Ui. Ja, ja, ist typisches Defizit. Nee, ja. Ich bin auch gerade richtig überlastet in dem Bein. Zack. Spür ich. Zack. Okay, machen wir Pause. Nee. Also, wir haben gerade festgestellt, also coole Variante. Relativ schwierig in die Position zu kommen und musste auch gestehen, relativ intensiv. Du hast jetzt gerade nach drei guten Wiederholungen, warst du schon am Start. Ich übrigens auch, also ich merke auch so nach 10, 12 Wiederholungen spätestens, da bin ich immer gut am Start. Wir machen jetzt mal noch eine Variante, die hat genau den gleichen Effekt, nur mit weniger Gewicht. Weil was man auch wieder machen kann, plus es ist super safe für den Fuß. Ja, alles was man wieder machen muss, ja, alles was man wieder können muss, ist auf den Boden zu kommen. Auch hier ein guter Tipp, weil das werde ich teilweise auch in den Kommentaren von Leuten ohne Verletzung gefragt, ich bin gar nicht mehr in der Lage, gut zum Boden zu kommen. Vergisst mal hier das Ganze mit Sprunggelenk und so, sondern übt auf den Boden zu kommen. Das geht nämlich, wenn man ein bisschen kreativ ist, ja, hier beispielsweise mit Stuhl, mit dieser Lehne, ja, kann man dann auch entsprechend arbeiten, ja, vielleicht noch ein Kissen unterlegen. Ich tue jetzt hier gerade so, wie wenn das mein ledierter Fuß wäre, in dem Fall der rechte, ja, und ich komme hier ohne Probleme
oder kann relativ einfach auf den Boden kommen, ja, und bin auch in der Lage, hier wieder aufzustehen. Ja, kann hier zum Beispiel so, zack, mich auch wieder aufrichten. Ja, das nur mal so als Idee, ist auch ein gutes Training, sich da allein schon zu mobilisieren. So, wir gehen jetzt aber mal auf den Boden und wir machen das Wadenheben in der Rückenlage. Ja, also ich tue jetzt mal so, wie wenn mein rechtes Bein wieder lediert wäre. Ich suche mir einen gewissen Abstand zur Wand, ungefähr so, dass der Unterschenkel parallel zum Boden läuft. Ja, und hier noch ein, also ich will kein durchgestrecktes Knie haben, ich will hier aber auch nicht irgendwie 90 Grad, sondern ungefähr so ein Winkel. Ja, ist jetzt nicht ganz, keine Raketenwissenschaft bitte draus machen. So, das ledierte Knie kann ich wieder aktiv ranziehen oder ich mache es gerne so. Ist für mich unanstrengender. Großzehbein belasten. Ja, und was ich jetzt mache, ich mache einfach Wadenheben in der Rückenlage. Ja, das heißt, hier wird es wahrscheinlich für die meisten von euch auch möglich sein, direkt den Po mit abzuheben. Zack. Ja, also ich würde mir einen Abstand suchen. Hier merke ich gerade, ganzer Fuß an der Wand. Ja, und dann ganz normal auch hier die Ferse auf den Boden, in dem Fall die Wand, kommen lassen. Zack. Ja, man kann hier sogar, wenn man will, hinterher sogar schon plyometrisch arbeiten, obwohl man noch einen Gips hat. Relativ cool, aber das mal nur am Rand erzählt. Also Parkett auf Haut funktioniert auf jeden Fall. Es gibt halt manchmal Untergründe, die nicht so gut funktionieren. Wenn man jetzt Klamotten anhat und vielleicht einen Kunstboden, so wie wir hier, dann kommt man schon mal ins Rutschen. Da muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren. Ansonsten musst du dich halt nach jeder Wiederholung mal ein bisschen ranrücken. Schön, genau. Ja, wichtig ist wirklich schön aus der Wade. Merkst du schon, ne? Geht schon richtig ab. Jetzt haben wir hier echt eine knüppelharte. Super, ja. Und wieder runter. Genau. Zack. Und schön den Großzehballen belasten. Ja. Bein tendenziell hier den Knöchel etwas nach außen drehen. Genau, tendenziell. Dann geht das Knie mehr nach innen bei mir. Genau. Aber das wollen wir gerade. Ist das okay? Ja, du willst. Genau. Streck mal. So, Knie ein bisschen nach außen. So, und jetzt versuch mal die Ferse nach innen zu, auch nach außen zu drücken. Ja, genau, das will ich. Ne? Jetzt habe ich hier schön, jetzt geht es auch direkt mehr ab. Ne? Ja. Sehr gut. Ja, gerade Linie. Ja, genau, jetzt hast du das Knie. Und dann, wenn du wirklich den Großzehballen belastest, ne, dann hast du auch wieder eine relativ gerade justierte Linie zwischen Kniescheibe und Fuß. Ja. Ist aber auch nicht ganz so ist auch nicht ganz so dramatisch, wenn das Knie ein bisschen nach innen zeigt. Ne, geht schon gut ab, oder? Ne, und wenn es jetzt noch ein bisschen härter brauchst, dann machst du noch so einen leichten Hip Thrust nach oben. Also ja, genau, schön hochkommen. Ja, Hüfte raus, genau, weiter. Ja. Ne, und jetzt hast du eigentlich schon, ich sag mal, 70-80% von normalen Wadenheben. Ne? Ja. So, das ist halt super safe, so, du kannst nicht fallen. Ist ein bisschen einfacher, ja, kann man auch so sich auf 12 bis 15 Wiederholungen steigern, so für die Waden ein bisschen mehr Kraft-Ausdauerbereich ist schon okay. Ja, dann würde ich mal sagen, reicht das für heute erstmal, oder? Ja, reicht. Na, hinterher kann man dann eben einen zweiten und einen dritten Durchgang machen. Ich war jetzt allererst, du hattest ja Dienstag die Verletzung. Mach's, weil wenn du jetzt effizienter in den Übungen wirst, dann weißt du einfach direkt, was du hier zu tun hast. Weißt du? Aber wenn ich hier frisch jetzt den Gips runter habe, kann ich die Übungen, die wir jetzt gemacht haben, da müssen wir dann nicht noch am ersten Tag machen. Nein, natürlich nicht. Aber da müssen wir dann natürlich noch ein bisschen mobilisieren. Aber du wirst die schneller können, als wenn du es nicht tust. Mhm. Verstehst du? Und das ist das, was mir da auch ganz wichtig ist. Weil die Leute nach einer, zum Beispiel auch Kreuzbandriss, solche Brüche, die vergammeln zu viel Zeit. Also ich mache mal so eine typische Leier. Ja? Du gehst dann zu deinem Arzt, dann kommt der Gips weg, dann hast du irgendwie so ein paar gammelige Rezepte für Physiotherapie. Weißt du, am besten Montag kommt der Gips weg, Donnerstag die erste Physiotherapie-Einheit. Weißt du, nichts gegen den Physiotherapeuten, aber da hast du schon 3 Tage in den Sand gesetzt. 3 Tage
die sofort, wo du sofort was machen kannst. Was du zum Beispiel am Start, am ersten Tag, werden wir hier, dann setzt du dich hin. Also wenn der Gips dann weg ist, ne? Und dann machst du hier erstmal Vorfuß-Rückwärts-Fußmobilisation. Ne? Oder im Sitzen versuchst du hier so ein bisschen die Dorsalextension zu trainieren. Ja? Aber was du auch machen kannst, natürlich kannst du dich hinlegen, hier, und die einfachste Variation von dem Wadenheben machen. Es spricht ja nichts dagegen, dass die Hacke einfach nicht abhebt. Aber du bist dann in der Lage, du wirst das hier nicht ansteuern können. Verstehst du? Das ist vom Gehirn vergessen. Das ist wie so eine Paralyse, wie eine Lähmung. Weil wenn du 8 Wochen lang nichts, dann ist dieser neuronale Weg zum Muskel, der ist weg. Und nochmal, den erhalten wir durch diesen Cross-Trainings-Effekt, den wir machen. Das heißt, wenn du dich an Tag 1 hier auf den Boden legst, dann wirst du natürlich nicht einseitig hier den hier machen können. Ja. Aber du wirst besser diese Wade, du wirst vielleicht die Wade direkt spüren. Und das ist ein Riesenerfolg. Ja? Weil nochmal, wenn du dann noch nach dem Gips 3 Tage wieder nichts machst und dann hast du 20, 25 Minuten popelige Physiotherapieeinheit. Das ist eine beschissene, unterirdische Rehabilitation, die ein Scheunentor großes Risiko hinterlässt, dass der Fuß nie wieder ganz fit wird. Und das will ich unbedingt vermeiden. Weil ein Ausfall im Sprunggelenk bedeutet, du kannst nicht mehr richtig laufen, du kannst nicht mehr joggen gehen, du kannst nicht laufen gehen, du hast ein erhöhtes Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen zu. Also da hinten ein riesen Rattenschwanz am Schwanz dran. Ne, deswegen bin ich hier gerade so, erstens nicht mit dem Gips umfallen, das ist das Allerwichtigste, nicht noch weiter verletzen logischerweise. Aber Training, Crosstraining und hinterher schnelle Rehabilitation. Eine schnelle Rehabilitation bei 60-70% Qualität ist besser als keine Rehabilitation bei 100% Qualität. Weißt du, was ich meine? Und ich muss sagen, so was ich von den meisten meiner Kunden gehört habe und die Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe, das, was wir euch hier gerade zeigen, ist besser als das meiste, was ihr bei der Physiotherapie lernt. Also sorry nochmal, aber deutsche Physiotherapie ist leider am Arsch.